Hallihallo. Hallo Fans. Wir sind's wieder. Wir haben ja eben den Haul abgetreten. Jetzt machen wir ein Unboxing, denn wir haben ein Paket bekommen von einer lieben Abonnentin. Das wollten wir mit euch. Ich habe es schon aufgemacht. Da ist ein lieber Brief drin. Wir dürfen ihn auch vorlesen. Wir dürfen ihn zeigen. Und wir lesen ihn mal vor. Hallo liebe Ille und Irmi. Danke für das tolle Paket von der Verlosung. Habe mich sehr darüber gefreut und waren ganz tolle Sachen dabei. Ich dachte mir, als Dankeschön schicke ich euch auch ein Paket zu mit Nagelsachen. Vielleicht gefällt es dir, liebe Ille. Und für dich, Irmi, habe ich eine Ente gefunden. Ihr dürft gerne über das Paket ein Video machen und ins YouTube hochladen. Meinen Namen dürft ihr auch gerne nennen, wie ihr möchtet. Macht weiter so, ich schaue euch sehr gerne zu. Liebe Grüße, eure Caroline Schumacher. Dankeschön, liebe Caroline. Sehr nett, sehr nett. Toll geschrieben. Na, ich will jetzt mal wissen, wie die Ente aussieht. Jetzt packen wir erstmal aus. Oh, 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 nein. Oh, schön, Nailart. Siehst du gleich. Nailart, oh toll, Glitzer und Stripes. Oh, schön. Nailart kann man nie noch haben. Oh, schön. Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich echt. Super. Na, ah. Für Irmi. Schnatterinchen. Ach, ne. Ach, ne. Ach, sag schon, eine Handyente. Eine Handyente. Oh, nee. Na? Nee. Was hat er Walkman, denn? Ne? Oder so. Handy, Walkman? Naja, aber ich würde sagen, eher eine Handyente. Zeig mal. Das sieht aus wie ja ein Handy. Ey. Ach, die ist ja niedlich. Zeig mal. Oh, sie ist süß. Die habe ich noch nicht. Nee. Die hab ich wirklich noch nicht. Die hast du noch nicht. Nein, die habe ich wirklich noch nicht. Oh, toll. So weiter. Die habe ich wirklich noch nicht. Dankeschön. Oh. Make-up Gel Dream Pink. Welche Firma kann ich nicht lesen, die Firma? Kannst du das? Hast du eine Lesebrille? Ja, ich habe auch nicht meine Lesebrille. Hast du auch nicht eine Lesebrille? Aber Moment. Sweetie Nights. Kann ich nicht lesen. Einen Moment. Und noch zu. Nagelneu. So. Na, sag schon, mach schon zu. Erzähl, gib her. Was soll ich dir vorlesen? Make-up hier, Dream Pink. Was da die Firma? Kannst du die Firma da oben lesen? Hier. Seventy Night Nails. Kenn ich nicht. Made in Germany. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Hier ist noch so ein Ding drin. Haben wir das da? Camouflage Gel, Blass Pink. Auch zu. Die sind noch neu. Dankeschön. Was ist das für ein Gel? Blass Pink? Ja, Camouflage Gel? Ja. Normales Gel, Fiberglasgel, weiß ich nicht, muss ich mal fragen. Ich dachte, das wäre für das Gesicht. Nee, das ist für die Nägel. Ach so. Für die Nägel. Okay. Oh, schön. Nähart. Strasssteinchen. Strasssteinchen. Die finde ich dann immer beim Ausfilmen. Ja, hast du jetzt auch gefunden. Ja, weil wenn ich die nur mit dem Versiegler ranmache, dann hält es nicht so lange. Dann hier Fraps und mit Katzen drauf. Und Sticker mit Katzen drauf. Ja, mit Katzen drauf. Oh, toll. Oh, schön. Und hier auch. Oh Gott, die sind ja süß, die kleinen Flaschen. Da könnte ich so ein bisschen Asche von meinem Kater drin machen und an die Kette hängen. Oh, kleine Nailart. Oh, schön. Dankeschön. Was ist hier? Ein Farbgel.
Auch von der Firma? Ja, auch von der Firma. Es scheint auch noch zu sein. Tatsache. Oder? Ah. Oh, das ist aber ein schönes. Ein schönes Braun. Rotbraun, guckt mal. Das ist aber eine schöne Farbe. Und das läuft nicht aus. Das ist ja schon mal gut. Das ist gut verpackt. Oh, die schönen Servietten. Aber ein schönes Gel. So. Da ist nichts. Was haben wir denn hier? Oh, eine Glas. Eine Glasfeder. Für was braucht man das? Damit kannst du Gel modellieren. Habe ich noch nie probiert. Ich habe auch schon eine Glasfeder da. Ich muss das echt mal probieren. Das muss ich mal probieren. Dankeschön, ey. Da freue ich mich riesig. So, was haben wir hier? Oh, Overlays. Och, schön. Guck mal, kleine Overlays. Weißt du, was Overlays sind? Nur gut, dass ich davon hier oben drauf. Nur gut, dass ich davon keine Ahnung habe. Ach hier, Nail Art Overlay Förmchen aus Silikon. Da habe ich auch schon eins von da. Cool. Oh, Stempellacke. Ja, Stempellacke. Oh, schöne Farben. Rot, Gelb, Pink. Wow. Wahnsinn. Ach, Stempelplatten. Hä? Die sehen ja komisch aus. Hast du die selbst gemacht? Hallo, komm mal raus. Heike, naja, nicht gesehen, solche Stempelplatten. Kennt ihr solche Stempelplatten? Oh, anders ist sie. Guck mal, nur See, nur Meer. Schildkröten, Fische. Siehst du das? Mhm. Ja. Muscheln, Sterne, Seesterne, ein Wal, ein Hai. Ein Hai. Na, bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert. Aber cool, kenne ich gar nicht solche. Zwei Platten habe ich davon. Kenne ich gar nicht. Dankeschön. Auch und hier ein Glitzer. Oh, das Leben ist schon so grau. Glitzer. Dankeschön. Dann hast du da noch Steinchen. Goldene. Ja, so ein Rondell. Dankeschön. Oh, schön. Oh, da freue ich mich. Dankeschön. Ach, und Pinsel. Pinsel? Nail Art, was? Oder? Ja. Nail Art Pinsel, ein Magnetstift für Cat Eye. Hier unten Pinsel und hier ist der Magnetstift. Danke. Ich sage auch Dankeschön. Dankeschön, da freuen wir uns. Ja, jetzt musst du auch noch die Steuer erzählen, was du dir gestern bestellt hattest. Ach so, ja, ich habe mir bestellt bei Jolifine Acryl. Aber Pulver, weil ich das mal ausprobieren wollte. Und, aber das stinkt ja so, das Liquid. Damit komme ich überhaupt nicht klar. Also ich schicke das jetzt auch wieder zurück. Ja, oder hat jemand von euch Interesse an sind vier Pulver, einmal in klar, in weiß. Das ist gesundheitsgefährdend. Ich habe klar, Moment mal, ach, dann durften sie das ja nicht verkaufen. Ja, aber, klar, weiß, in Neongelb und noch eine Farbe und Liquid. Zusammen 18 Euro. Ich hab in der Küche gestanden, du hast das Paket bei dir aufgemacht. Ich habe das in der Küche gerochen. Wer arbeitet denn mit von euch unter uns Nageltanten? Wer arbeitet denn bei euch mit Liquid und Pulver? Gibt es auch geruchloses Liquid? Wie kann man damit arbeiten? Das ist mein Aussatz Gesundheit, wenn ich das einatme. Aber in Studios arbeiten sie auch mit Acryl. Furchtbar. Nee.
Nee, ich habe gesagt, also das Ding packst du wieder ein und dann schickst du es wieder zurück. Mutti hat gesprochen. Ja. Aber wir sind jetzt bei diesem Paket und genau. Ich freue mich und bedanke mich recht herzlich. Ich mich auch. Die Ente wird einen schönen Platz bekommen. Ja. Ich glaube, wir müssen doch noch mal ein neues Regal mitbringen. Ja, müssen wir noch mal. Wir müssen ja sowieso noch mal zu Ikea und gucken wir mal, was wir machen. Das muss ja erweitert werden. Ja, lieben Dank fürs tolle Paket. Dankeschön und für die netten Worte. Und die ist echt süß, wa? Die ist süß. Ja. Die ist wirklich süß. Ja. Lieben Dank. Ich danke auch. Und das war's. Und das oben fängt fast so wie uns, ne? Hier, guck mal, nicht vorlesen. Ja. Ne? Fast ja. So witzig. Ja, ja, lieben Dank, liebe Caroline. Und ja, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.